Vorgestellt, Egypt Old Kingdom, Vorschau Nummer 6. Wir sind wieder am Nil und starten das Ganze. Ja, letztes Mal haben wir hier irgendwo der Storchen waren das, glaube ich, ne, oder? Müssen wir mal gucken hier, das waren die Storchen. Das Storchenvolk, ne? Mensch, das Storchenstamm ist ja. Wir wollen die überreden, dass das alles klappt. Da sind wir hier dran, ne? Kostet uns da 2,4. Wir haben noch ein bisschen Reserve, damit das klappt. Irgendwas mit Unterwerfung hatten wir jetzt da letztes Mal. Ja, das war negativ. Wir haben noch Abwehr gegen Seet. Aufgabenumstieg des Stammes. Wir müssen einen Tempel bauen. Das war unser Ziel. Genau, Herrschaft vor. Da haben wir noch einen Bonus. Aber auch einen Malus. Feuchtperiode ist... Wir wachsen schneller und wir haben immer noch eine schwache Armee. Deswegen sehen wir auch so alt aus, ne? Gut, aber wir müssen definitiv eine Runde weiter. Dann machen wir das nochmal. Dann ist nichts passiert. Wir sind hier unterwegs. Ja, das ist der Handel. Und das hier ist die Beziehung, die wir um 3 jede Runde verbessern. Oh, jetzt haben wir was weggemacht. Müssen wir das nochmal neu machen. Beziehung verbessern, ja. Ich würde jetzt gerne die Beziehung sehen, aber wo ist das denn jetzt? Warum zeigt er uns das denn jetzt nicht an hier? Ach, da zeigt es an. 64 ist noch neutral und wir brauchen 100, um dass da was passiert. Naja, das wird noch einige Zeit dauern. Und weiß nicht, ob wir das da oben alles so hinkriegen, ne? Nächste Runde. Ah, wir sind jetzt freundlich mit denen gesonnen. Das ist schon mal was Besseres. Die sind jetzt nicht mehr rot, die sind jetzt grün. Ah, 3% wachsen die schneller. Auch sehr interessant. Wir haben hier unten wieder Technologien, die wir einsetzen können. Steuern. Bringt uns Wachstum von Luxus jede Runde 1. Kann entdeckt werden, Verwaltung, Wachstum, Kultur und Dauer des Segen, der Segen plus 1. Ja, weiß ich nicht, aber ich glaube, wir gehen jetzt mal erst hier hin, ne, oder? Ja. Schließen wir. Ja, göttliche Gunst ist positiv, hier geht's richtig gut voran. Aber hier Armee wird zwar plus, aber, nicht so das Prickelnde. Ja, das war der Text dazu. Genehmigungsgeschäft im Namen des Herrschers. Gut, okay. Ja, das war schon wieder. Geht weiter. Nichts passiert. Wir stehen hier die 71. Alles ist gut. Ja, zack. Wollen wir nicht lange zögern, ne? Wir haben hier noch ein bisschen was im Vorrat. 75, wie wir hinter 73, ne? Ja, das passt ja auch. Ne, 72. Und das ist doch 3%, ja, okay. Hier können wir wieder was machen. Die Seet haben wir noch. Was haben wir denn hier? Neid. Minus 30, nee, wollen wir nicht. Nicht wirklich. Wachstum, das würde ich nehmen. Ach, Produktion und Luxus plus. Ja, Luxus müssen wir gerade machen, weil wir da ja auch, ne, gerade Defizite haben. Da sind wir schon unterwegs mit, also haben wir noch einen. Ja, ich glaube, wir machen das, verehren da, die lädt. Nee, die Psa. Und dann haben wir die 5 Runden da von den Sägen. 1, 2. Und auf geht's, oder? Nächste Runde. Das ist nur 1, 1. Okay, da ist jetzt die Abwehr des Sees und die ist jetzt dann ausgelaufen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das wieder hinkriegen. 78. Wir hoffen, dass jetzt gerade keine negativen Ereignisse kommen.
Essen steigt langsam an, nur 82. Sind wir jetzt bei 85. Das dauert nur noch 2, aber das ist ja schon hier ein bisschen besser geworden. Jetzt sogar nur 0,9. Kriegen wir das hin? Bist du mal ne? 4, ja doch, das sollte gehen. Ja, sonst, ach, hier unten haben wir wieder was. Das haben wir ja schon. Ja, dann nehmen wir das, weil da auch das Ding ins Plus 1 geht. Die Luxus. Dann sind wir hier sogar im Plus jetzt. Ja, vielleicht doch eher machen sollen, ne? Aber egal. Jetzt ist es auf 0, weil der Segen da weg ist. Das ist geklärt. Hier brauchen wir nur noch 8 Punkte. Ziehen wir gerade durch. Da ist was passiert. Okay. Gebäude eingestürzt. Lachsfeld. Ist natürlich jetzt hier gerade richtig was runtergegangen dadurch. Aber hier Flachsfelder auf jeden Fall. Menschenopfer. Okay. Das ist der Einsturz, das ist auch klar. Und das jetzt zusätzlich würde auf göttliche Gunst minus 1, okay. Ja, was sollen wir da machen? Friedhöfe. Der Tempel ist wichtig. Hier ist ein passender Ort für Friedhöfe, okay. Ist das das? Aber wir sind momentan noch auf dem Weg, erstmal hier uns das Storchenvolk anzunehmen. Wenn das dann rum ist, haben wir auch Leute frei. Und hoffen, dass der vorankommen. Gemeinsame Jagd. Männer des Feigenstammes und unseres Stammes wollen gemeinsam jagen. Sie wollen wissen, was die Götter davon halten und ob es Unglück bringt. Was sollen wir antworten? Chance gedeiht, Zustimmung 44%, Erfolg, Beziehung plus 23, Armee plus 2. Nahrung und Produktion. Misserfolgsbeziehung minus 23 bleiben 3. Ja, was machen wir da? Wir beten mal. Ach so, da kostet ein Dingens dann. Alles klar. Komm, wir machen nochmal und stimmen dann zu. Oh, es ist fehlgeschlagen. Hätte ich nicht mit gerechnet, aber ist halt so. So, da sind wir in der letzten Runde. Und das hauen wir jetzt auch raus. Flachsfeld ist Herle. Jetzt können wir das friedlich integrieren. Integration, diese Menschen friedlich in unsere Gesellschaft aufnehmen. Das ist das nächste Ziel. Reportiertes Flachsfeld ist auch klar, das war hier. Wir haben jetzt noch da einen über. Jetzt, was fehlt uns? Nahrung fehlt uns vor allem. Wo ist eine freie Stelle? Hier wären es 1-1. Und hier oben ist 1-2 auf dem Wasser. Dann würde ich sagen, machen wir das, damit wir hier erstmal Plus kriegen. Und der Seet ist immer noch nicht so weit, dass wir den nehmen können. Okay. Mendes, der Herrscher von Übergipfen, findet sich Ritter und Ober- und Übergipfen, ruft das unterschiedliche Recht des Horus aus und rundet eine Dynastie, die das geeinte König, Feinde Ägypten für immer von der Mächten des Chaos schützen wird. Ja, Wachstum plus 2. Okay. Oh, wir haben einmalig da noch 32 zugekriegt. Okay, Volk integriert. Okay, Gebiet erworben, 8, einmalig plus 2, haben wir Leute dazu gekriegt, 28 Nahrung und 21 Dingens, okay. Da ist was Luft zu Ende gegangen, wir haben den hier wieder. Achso, die sind jetzt hier sozusagen nicht mehr da. 1, 2, 1, 8 hier, das ist ja natürlich top, oder?
ist denn das hier? Fruchtbares Land. Und Dickicht, das könnte man noch wegmachen. Sollen wir das erst wegmachen? Können wir uns leisten, machen wir. Hier können wir den dritten Fall dann machen. Kann entdeckt werden. Kriegen wir Dauer des Segens. Keine Ahnung. Schließen wir das. Was gibt's hier zu lesen? Masterbars waren Ziegelbauten über Grabstätten. Gebaut über Schächte, die zu einem Grabkammer führten. Masterbars hielten auch eine Stelle für eine Statue der verstorbenen Person. Man glaubt, dass K. der Verstorbene könne in diesem Wilde wohnen und Opfergaben annehmen. Okay. Eine Runde. Plus eins. Wir könnten jetzt hier auch definitiv einen neuen Mitbewohner haben. Und tendenziell würde ich da sogar zustimmen, aber wir müssen mal hier, Herrscher, erste Dynastie, achso, das ist der Wachstum plus 20. Gut. Dann sollten wir das vielleicht auch tun, oder? 1201. Ja, ich glaube, das machen wir mal. Wir holen uns hier auf jeden Fall noch einen rein und setzen den mal dahin. Und machen das Dickicht weg. Das haben wir da ja auch schon vor. Jetzt sind wir hier bei 0, haben aber noch Nahrung genug. Läuft erstmal. Können sicherlich noch einen holen, aber nachher haben wir Nahrung schon. Ja, komm, wir können das ja auf Nahrung setzen, ne? Komm, einer geht noch. Den setzen wir da noch hier hin. Und da müssen wir dann gucken, dass wir einen Tempel bauen und so. Ach so, Tempel bauen. Gute Idee, ne? Kosten 20. Das hätten wir ja schon mal zusammen, ne? Unterhalt wird dann schwieriger. Das müssen wir dann noch in Einklang bringen. Und 4 Luxus, die hätten wir ja auch. Unterhalt sind 3 Produktion die Runde und 3 Nahrung. Das sind wir weit von weg. Ich glaube, das machen wir erstmal weiter. Okay. Na dann. Weiter geht's. Wahrscheinlich einer Flut 30% weniger Wachstum plus 1 Nahrung. Neue Hauptstadt. Okay. Alles klar. Wo ist das jetzt? Umzug der Hauptstadt. Ziel, baue den weißen Mauern, Palast und Tempel des Horus. Belohnung, Vorteil eines Vereinigten Staates. Aufgabenort untersuchen. Bedeutung und zu des Hauptstadt nach Memphis war Teil des heutigen Prozesses der Vereinigung von Oberen Ägypten. Von hier aus konnten die Könige nämlich riesigen Territorien besser kontrollieren. Mussten sie eine Schlüssel, okay. Und eine Tempel. Dass jetzt einer der Könige wünscht, dass hier ein wichtiges Gebäude für ihn gebaut wird. Ja, zack, machen wir dann mal, ne? Das kostet uns jetzt hier zwar viel momentan, aber ist so. Zack. Eine Runde ist schon rum. Okay, nächste Runde. Vielleicht kriegen wir mal irgendwas. Noch 2 Runden. Da sind Dickicht beseitigt. Okay. Der Regen hat die Savanne bewässert und sie ist erblüht. Das Wasser hat die Erde zum Leben erweckt. Die Erde, Pflanzen und Pflanzen, die Tiere. Wachstum plus 10. 5 Runden bleibt das so. Okay. Gut, es regnet auch noch. Flussauer. Okay, da sollten wir vielleicht was machen, ne? Getreide. Wir brauchen aber hier Werkzeuge. Das machen wir doch mal. Mhm. Soweit, so gut. Das war da und der andere ist da, ne? Da geht auch Flachsfelder. Die würde ich auch wieder machen.
wollen. Weil wir brauchen das ja hier für die Runde, jede Runde dann, ne? Diese Wanne erblüht, ja. So, jetzt machen wir den Tempel fertig. Aufstieg des Stammes. Unser Herrscher hat uns mitgeteilt, dass Horus mit dem neuen Tempel zufrieden ist. Der Anblick dieses herrlichen Bauwerks kündigt vom wachsenden Glanz unseres Stammes. Jetzt sind wir eine anzunehmende Macht. Ziel erreicht, Bau eines Tempels. Belohnung 1 × 10. Göttliche Gunst. Und wir haben unsere Aufgabe natürlich damit auch geschaffen. Wir brauchen noch richtig viele Stämme. Und das ist Belohnung. Unser nächstes Ziel ist das Feigenvolk. Ich würde sie gerne integrieren, ja. Ja, wie kriege ich die jetzt? Muss ich das hier wählen oder glaube ich... Das will ich nicht machen. Da verliere ich nämlich bestimmt. Das Feigenvolk ist bestimmt stärker. Da ist es. Verteidigung 92 und wir haben 29,4. Das ist Schaffung eines Stammes. Ach so, läuft das. Alles klar. Jetzt ist die Frage, ob wir das überhaupt schaffen. Da ist der Tempel gebaut. Um 6,8 die Runde. Wird sich aber von dem Dingens noch ändern. Und der Flachs muss fertig werden. Und hier können wir den Seet jetzt auf jeden Fall wieder holen. Den verehren wir auf jeden Fall, das ist wichtig. So. Die sind am Bauen. Ja, wir müssten hier was machen, ne? Gut. Seet haben wir. Ja, wir haben viele Dinge hier stehen, ne? Wir machen, glaube ich, mal eine Runde weiter. Aha, wir sind mit 3 im Plus. Okay, eine militärische Bedrohung. Unser Speer haben militärische Aktivitäten beobachtet. Das Feigenvolk will unserem Land finden und bereitet sich auf einen Angriff vor. Ja, das sieht nicht gut aus. Ja. 70. Wie kriegen wir das hin, dass wir da besser werden? Das ist die Frage. Wenn das jetzt... Und das jetzt. Durch mir 3-1. Ist das hier das ganze Feigenvolk? Ja, die haben mehrere Stellen sogar sehr interessant. Getreidefeld und Flachsfelder können wir da machen. Ja. Ich glaube, wir bauen da schnellstens noch ein Flachsfeld hin. Das sind auch die Feigen, ne? Ja. Da ist schon ein Flachsfeld. Da geht nichts, aber hier geht noch was. Tempel, Palast, Werkstätten, Häuser, Kaserne. Das bedeutet, wir müssen hier definitiv eine Kaserne jetzt bauen. Drei Runden, okay, dann sind wir eher fertig wie das, aber es bringt uns nicht unbedingt viel, ne? Gibt's noch eine Anhöhe? Wir machen da noch einen, obwohl jetzt... Jetzt müssen wir mal gucken. Gibt's noch eine Anhöhe? Da ist der ausgetrocknete Fluss, der uns Ärger machen wird. Ja... Hier oben ist eine 1, ne? Aber das ist auch keine... Hier wäre eine Anhöhe in 2 Runden zu holen. Ich glaube, das machen wir mal. Hier geht noch was. Das ist alles entdeckt. Kann entdeckt werden. Alte Schriften. Kostet uns was. Wachstum 12. Wachstum Produktion. Wachstum göttliche Gunst. Schaltet neue Kulte frei. Ich glaube, wir nehmen mal das. Weil wir da definitiv vielleicht dann die Chance haben, die Götter zu Hilfe zu holen. Gut. Ja, das ist das Wachstum plus 1.
Runde beenden. Oh, das ist cool, dass wir Unterstützung kriegen. Super. Bevor fahren, reisen wieder ins Totenreich. Okay. Können zurzeit nichts machen. Wir haben noch 4 Runden bis zum Kampf und müssen da zusehen, dass wir hier was besser kriegen. Aber das schafft man nur damit. Okay. Wir haben hier eine schicke Region freigeholt. Und da setzen wir den auf jeden Fall drauf. Häuser, Kaserne. Ah, da müssen wir wieder was bauen, ne? Ja, das wäre jetzt das. Kostet 25. Können wir uns gerade nicht leisten. 5 Luxus würde gehen. Also das müssen wir sein lassen. Das bringt uns gerade nicht weiter. Was haben wir hier unten noch? Verlassene Siedlung. Ja, das machen wir erstmal, die Siedlung durchsuchen. Das macht Sinn. Aber 3 Runden soll das kosten, dauern. Ist jetzt auch nicht so prickeln, ne? Aber hier haben wir jetzt alles freigeschaltet. Okay, kann verehrt werden. Kostet 22 mit Preisen, Tat, Tod. Wachstum. Kann verehrt werden. Für mehr mit Summenrad als Schöpfer des Universums. Da gibt es mehr Nahrung. Produktion. Stärkt der Feinde minus 10%. Haben wir Gräberunterhalt, Wachstum. Ja, dann müssen wir hier stärkt die Feinde, macht die Feinde schwächer, ne? Aber das müssen wir vielleicht ein bisschen rauszögern, oder? Aber das ist ja schon ein. Nee. Lass mal gerade gucken, das sind nur 3 Runden, dann müssen wir das aufsparen. Neues Gebiet erkundet, das kennen wir schon. Flachsanbau haben wir hier. Läuft auch gut. Okay, da geht noch was runter. Wir machen eine Runde weiter. Gebäude gebaut, das ist die Kaserne. Wir machen jetzt hier mehr. Die Savannenblütezeit ist vorbei, okay. Und das ist die Kaserne. Die müssen wir jetzt weitermachen. Hier geht nichts, weil wir da auch nichts haben und auch Minus machen. Das müssen wir noch aufsparen. Wir machen noch eine Runde weiter. Was war da jetzt passiert? Siedlung der Bronzezeit im Ägäischen Meer. Und auf den Inseln an der Küste des Mittelmeeres gegründet. Cortes wurde eines der wichtigsten in der Minoischen Kultur, während Troja einer der wichtigsten Häfen von Kleinasien und einer der legendären Zitadellenstadt wurde. Okay. Natur breitet sich aus. Ist hier gewesen, oder was? Da. Okay, Wachstum plus 0,2. Aber hier wünscht er ja noch das, was gebaut wird. Aber da sind wir am Erkunden. Das ist auch noch woanders passiert. Ja, okay. So, das ist noch eine Runde. Dann greifen wir an. Also ich kann noch einmal drücken, oder? Ich hätte es vorher machen müssen. 31 zu 72. Rückzug. Ja, weiß ich nicht, ne? Müssen wir jetzt mal so machen, oder? Und dann wird der Feigenstamm gewinnen. Ja, kriegen wir nicht hin. Kann ich irgendwas machen? Nein. Wir hätten erst den Dingens machen müssen, ne?
Das machen wir leider so. Wieder Sachen da gekriegt. Schwache Armee ist auch klar. Jetzt machen wir hier sofort. Die kämpfen, glaube ich, weiter, ne? Ah, wäre besser gewesen, das vorher eine Runde zu machen vielleicht, aber naja. Ach, da geht noch mehr. Kostet 23. Kult plus 1%. Machen wir das mal. So, dann geht hier nichts mehr. Läuft soweit, ne? Segen des Reh. Schutz der Neid. Schwache Armee. 7,3. So. Das haben wir alles geschafft. Die Siedlung ist erkundet worden, okay. Hier. Da müsste man was bauen, okay. Ja, ich glaube, das machen wir dann mal als erstes, oder? Obwohl, da geht's ins Minus, aber... Obwohl, 4 Runden geht das, okay, nee, dann machen wir das vielleicht besser nicht. Nee, das möchte ich dann auch nicht. Die lassen wir da. Was ist das? Auch 4 Runden. Schwierig, ne, was man da macht, aber lassen wir mal so. Also, da ist so ein Scrollbalken hingekommen. Okay. Ja, lass uns eine Runde weiter. Wo sind die feigen Leute? Hier, die hätten wir vielleicht eher positiv beeinflussen sollen, ne? Tja. Was machen wir da jetzt, ne? Das ist eine gute Frage. Das dürfen wir nicht verlieren, die Friedhöfe. Gute Frage. Eine Runde weiter. Nichts passiert. Das können wir alle nicht machen. Da unten können wir wieder was machen. Kann entdeckt werden, ist entdeckt. Plus Produktion. Plus. Ich nehme das. Läuft, ne? Gut. Okay, aber ich würde jetzt mal sagen, wir machen hier auch erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Weiß nicht, ob was dazwischen kommt, werden wir sehen. Wenn was Neues kommt, dann machen wir Neues vorgestellt. Sonst seht ihr das wahrscheinlich in der nächsten Woche wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo habt und wenn ihr der Folge was Positives abgewinnen habt, den Daumen hoch gebt und macht die Glocke an, damit ihr der Folge mitkriegt, wenn die neu hochgeladen wird. Alles klar, bis dann. Tschüss.